Wir schreiben das Jahr 2023. Es ist Tag 104 und ich sitze hier auf meiner Couch. Die Updates bei Steam häufen sich. Valheim, ein Spiel, was ich gerne beenden würde, kann nicht beendet werden. Mittlerweile ist auch Starfield released worden, ein Spiel, was ganz okay sein soll. Das Einzige, was mir im Moment bleibt, ist mein Gameboy und mein Chlorak, was mittlerweile Level 84 erreicht hat. Und alle Gamer und Gamerinnen nerven mich, weil ihr alle zocken könnt. Und ich sitze hier auf meiner Couch. Und die Frage, die bleibt, ist: Wann kommt dieser Schreibtisch? Hallo Leute, schön, dass ihr reinlauscht. Die bösen Wochen gehen los. Kein Gaming Con. Oh Gott, es war so klar, irgendwann muss das passieren, Leute. Oh, aua, Scheiße. Wartet, kriegst du hin? Es war klar, irgendwann muss das passieren. Aber auch nur, weil ich mich heute hier so angelehnt habe am Sofa, Leute. Vorher habe ich immer gerade gesessen. Okay, schaffst du es, deinen Job zu machen? Das wäre super. Okay, jetzt bleibt jetzt so alles drin, Leute, ne? Okay, ich glaube, ich hab's, aber ich habe trotzdem. Okay, ich glaub, wir haben's. Liebe Leute, die bösen Wochen gehen los. Kein Gaming-Content mehr bei mir auf dem Kanal. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, hier die kurze Einleitung. Und ihr habt es jetzt wahrscheinlich mitbekommen, ich habe keinen Arbeitsplatz und keinen Schreibtisch. Und das ist tatsächlich der Grund, warum ich jetzt hier so auf der Couch sitze und mich dazu entschieden habe, wenigstens jede Woche 1 bis 2 Folgen dieses Videocast hier hochzuladen, damit mein Kanal nicht komplett down geht und ihr das Gefühl habt, ich bin irgendwie weg vom Fenster. So ist es tatsächlich nie. Ich habe eine Menge Bock, aber es verschiebt sich alles durch diesen Umzug und deswegen muss ich hier einfach mich dieser Situation hingeben und mal wieder, wie so häufig, im Monat August auf einen sogenannten Techniker warten oder auf einen Handwerker, der hier vorbeikommt und mir den Tisch aufbaut. Bisher hat sich meine Mutti noch nicht gemeldet und mir noch nicht gesagt, wann der Liefertermin ist. Wie gesagt, ich hatte ja schon erwähnt, dass ich vermute, dass das jetzt den ganzen September noch so gehen wird. Wir gucken mal, liebe Leute. Ich bin auf jeden Fall, langsam wird es kritisch für mich als Person. Weil, ja, ich wirklich alle Leute so ungern habe, die so am Zocken sind die ganze Zeit. Ich kann mir im Moment auch gar keine Let's Plays mal angucken, weil ich mir die ganze Zeit nur so denke, oh, ich will auch gerne spielen. Liebe Leute, ich habe heute vor allen Dingen auch mal wieder ein bisschen was Lustigeres mitgebracht, weil, sind wir ehrlich, ich habe mich jetzt die letzten paar Folgen ganz schön ein bisschen ausgekotzt. Ja, wobei ich dazu immer sagen muss, der Monat August war auch, wie gesagt, ein bisschen kritisch. Dann bin ich mittlerweile auch so an dem Punkt, dass ich mir denke, gut, ich erzähle einfach, was halt abgeht. Denke mir aber dann zwischendurch so, okay, der eine oder andere, der wird vielleicht irgendwie vermuten, das höchst depressiv war, was ich da teilweise so von mir gelassen habe. Aber ich war vielleicht auch einmal in Stimmung dazu, das rauszuballern, Leute. Und ich weiß nicht, ob der eine oder andere das so versteht, wie ich es teilweise verstehe. Ich erzähle euch das ja hauptsächlich auch nur, weil ich erstens selber über mich lachen kann. Auch wenn es teilweise vielleicht nicht so rüberkommt, aber ich finde das schon amüsant. Also gerade diese Story mit meinem Nachbarn und so, wo ich euch erzählt habe, dass ich dann hier so beobachtermäßig am Fenster stande und so. Das sind alles so Dinge, wo ich schon herzlich drüber lachen kann, wenn ich das dann nochmal so ein paar Wochen später betrachte. Und wie gesagt, ich erzähle euch das gerne, um euch so ein bisschen einen Blickwinkel dafür zu geben, was so Menschen wie ich. Oder was
wie ich mit gewissen Situationen umgehe, wo andere Leute sagen würden, also den ganzen Offriss, den du da gestaltest, fühle ich halt überhaupt nicht. Und ein kurzes Beispiel nochmal zu der Thematik war, es ging, ich hatte mich mit jemandem unterhalten und da ging es um die Thematik, dass ich ja jetzt mittlerweile hier in meinem Haus die Möglichkeit habe, meine Wäsche oben auf dem Dachboden aufzuhängen, was halt vorher nicht ging bei der alten Wohnung, die ich hatte. Da gab es nur die Option, halt den Hinterhof zu benutzen. Und um euch so ein bisschen Einblick dafür zu geben, dass ich halt an solche ganz einfachen Geschichten mega kompliziert rangehe, zeigt sich jetzt auch so ein bisschen dadurch, wie die Reaktion auf dieses Gespräch war. Und zwar hatte ich erzählt, dass als ich hier eingezogen bin, ich weiß nicht, ob das so eine offizielle Regelung ist, aber mir ist aufgefallen, wenn man eine Wohnung anmietet, mittlerweile bekommt man dann immer so ein, wie so eine Broschüre, wo dann zumindest bei meiner Familie ist es so, bekommt man so eine Broschüre, die so inhaltlich sich darum dreht, wie man Schimmel vermeidet und wie man richtig lüftet. Und ihr wisst es, ich liebe Lüftungszeiten. Und als ich hier eingezogen bin, war der Vermieter so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern die ganze Zeit, hat er mir übermittelt und meinte, ja, Sie müssen ja nun wirklich nicht mehr ihre Wäscheleien in der Wohnung machen. Also Sie können wirklich jetzt hier den Dachboden benutzen, damit wir hier Schimmel vermeiden. Und im Winter ist das ganz schlimm, wenn Sie da hier Wäsche aufhängen und so und richtig schlüpft mit Heizung und so ein Gedöns, solche Geschichten. Und haben Sie gewusst, hat der Original gesagt, haben Sie gewusst, hat 2O sie ausstoßen, wenn sie schlafen und solche Geschichten. Also das hat er mir alles zu dieser Wohnungsübergabe erzählt, wo ich mir so dachte, ja, okay, cool. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht so ein bisschen denken, die logischste Konsequenz wäre jetzt gewesen, dass ich, seitdem ich hier Wäsche wasche in der Wohnung, natürlich nach den ganzen Hinweisen, die ich da bekommen habe, hochgehe auf den Dachboden und dort meine Wäsche aufhänge. Aber da kommt wieder die soziale Inkompetenz meiner Persönlichkeit. Oder ich würde es vielleicht noch nicht mal Inkompetenz nennen, sondern einfach, oder ist es Inkompetenz? Es geht eigentlich eher darum, dass ich nicht so richtig weiß, wie ich diese Gespräche führen soll. Gleichzeitig ich gar keinen Bock habe, meine private Wäsche irgendwo in einen öffentlichen Bereich aufzuhängen. Sei es sowas wie Schlüpfer und BHs und sowas, habe ich gar keinen Bock. Und dann hatte ich mit der Person drüber gesprochen und habe ihr erklärt, dass ich ja halt überlege, wie ich das angehe. Weil der Dachboden, diese ganzen Haken, die da sind, schon belegt sind durch Wäscheleinen. Und das für mich zur Folge hätte, dass ich ja bei den Nachbarn klingeln muss und sagen muss, hallo, ich würde ja gerne mal hier Wäsche aufhängen. So, was übrigens ganz witzig wäre, weil dann würde ich vielleicht gleich mal oben bei dem anfangen. Und dort mal die Bekanntschaft suchen, weil da ist ja auch noch so einiges offen in der Kommunikation. Und da meinte die Person, mit der ich mich darüber unterhalten habe, weil, wie gesagt, für mich ist das ein Riesenaufwand, also gedanklich auch. Also es ist für mich so unangenehm, dass ich bis jetzt meine Wohnung immer noch in der Wohnung trockne. Ich lüfte dann immer häufiger, weil ich dann schlechteres Gewissen habe. Und vorher in der Wohnung musste ich das ja auch machen, weil
Also meine Wäsche draußen hinzuhängen, habe ich ja gleich mal gar keinen Bock drauf. Also hier im Hinterhof, also überhaupt, nee, null. Das ist ja das Allerschlimmste noch. Obwohl das ja das Geilste eigentlich wäre, ne? Aber das geht für mich gar nicht. Und deswegen wäre der Dachboden ja mega einfach so für mich. Aber es ist für mich eine Hürde, diese Situation zu klären. Und dann ist es für mich einfacher, bei dem zu bleiben, wie ich es schon immer gemacht habe, und zwar meine Wohnung weiter in der Wohnung zu trocknen. Ne? Und da meinte die Person so, ja, du musst da ja gar nicht klingeln. Du kannst da ja auch einfach einen Zettel oben hinhängen und dann kannst ja mal gucken, wer sich meldet oder so nach dem Motto, welche Leine wäre denn hier mal frei oder welcher Haken, so nach dem Motto. Und die hat das total locker irgendwie betrachtet. Und hat sich, also das, was ich da vorher ja alles erzählt habe, hatte ich den Eindruck, die hat das schon verstanden. Aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass die sich in dieser Welt befindet, sich über sowas Gedanken zu machen, sondern dass die das wahrscheinlich innerhalb, seit Einzug, innerhalb von 2 Tagen geklärt hätte, so gesagt. Und jetzt ist halt September und ich bin jetzt hier gefühlt 6 Wochen in der neuen Wohnung und hab's definitiv noch nie geklärt, das Thema. Und das war, fand ich eben, oder das sind so diese kleinen Geschichten, wo ich dann merke, okay, das erzähle ich halt gerne, um euch so ein bisschen zu zeigen, wie kompliziert mein Kopf teilweise funktioniert und wie unnötig das ist. Und gleichzeitig muss ich halt darüber lachen. Ähnliche Geschichte hatte ich ganz kurz nochmal, bevor wir dann auch nochmal so ein bisschen in anderen Bereich abdriften heute, Leute. Als ich hier eingezogen bin, sollte ich ein wichtiges Paket bekommen, was so ein bisschen mit dem Internet hier und so zusammenhing. Und wichtig dazu zu erwähnen ist, dass ich halt jemand bin, der wirklich seit Jahren so eine Assi-Nachbarin geworden ist, was Pakete betrifft. Also ich nehme von niemandem Pakete an, Leute, weil ich zum einen, seitdem ich aus meinem Elternhaus raus bin, nur im Erdgeschoss gewohnt habe. Und ihr könnt es euch vielleicht denken, Erdgeschoss so ein Bereich ist, wo wirklich sehr, 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 sehr häufig bei dir klingelt wird wegen irgendwelchen Paketen. Früh um 8, mittags und abends kommt noch der Amazon-Bote noch vorbei, weil Leute wieder mit so einer Schnellbestätigung unbedingt noch ein Paket am selben Tag brauchen. Okay, sage ich, aber ohne mich. Und gleichzeitig der nächste Punkt zu dem Thema ist, für mich ist so ein Paket in der Wohnung wie so ein Fremdkörper, so beschreibe ich das immer, weil ich bin da immer so ein bisschen angespannt. Genauso wie wenn Pakete kommen, für mich bin ich auch immer angespannt. Vor allen Dingen, wenn dann so Zeiten angegeben werden von 8 bis 18 Uhr, was übrigens bei dem Paket, was ich euch gleich erzählen werde, ebenfalls so gestaltet wurde. Ich bin dann, es ist jetzt nicht so, dass ich hier nichts mit mir anzufangen weiß, aber ich merke so eine innere Unruhe an solchen Tagen, weil ich einfach, vor allem wenn so eine Zeit angegeben wird von 8 bis 18 Uhr, ich wirklich pünktlich um 8 Uhr auf der Matte stehe und das Paket und bereit bin für die Paketübergabe. Und umso länger sich das rauszieht und umso unangenehmer wird's. Und dann geht's weiter mit so Sachen wie, kann ich mal kurz meine Wohnung verlassen? Kommt dann genau in der Zeit, wo ich die Wohnung verlasse, der Nachbar oder die Nachbarin, um sie ihr Paket abzuholen. Versteht ihr, was ich meine? Und das sind alles so Faktoren, wo ich sage, genau, und ich habe auch nicht so Lust auf so Sachen wie, den ganzen Tag kommt halt niemand und dann abends 21 Uhr oder so kommt noch hier irgendjemand klingeln und will sein Kackpaket haben. Da bin ich einfach keine Freundin von. Und deswegen habe ich mich irgendwann dazu entschlossen, das einfach komplett abzulehnen, das Thema. Und ich muss sagen, das Geilste jetzt hier in der neuen Wohnung ist, dass ich die Klingel ausschalten kann, Leute. Das ist natürlich ein absolutes Geschenk hier in der Situation. Und was wollte ich erzählen zu dem Paket, was ich aber bekommen sollte, wo, wie gesagt, zwischen 8 und 18 Uhr angegeben wurde? Prima, sage ich. Dann war es 12 Uhr. Und dann musste ich mal was einkaufen. Und ich habe natürlich, ihr kennt's, so eine Sendebestätigung oder so eine Sendeverfolgung bekommen.
wo ich aber für mich nie so genau rauslesen konnte, ob das Paket jetzt in der nächsten Stunde ankommt. Und deswegen dachte ich, okay, in der halben Stunde wirst du wohl deine Wohnung verlassen können. Komm nach der halben Stunde wieder. Nichts im Briefkasten, keine Info, gar nichts. Und habe mich relativ gechillt wieder zurück in die Wohnung begeben und bekomme dann 2 Stunden später, bekomme ich dann eine Nachricht. Hallo, hier ist Ihr Internetanbieter. Ihr Paket ist bei dem und dem Nachbarn abgegeben worden. So. Okay, cool. Wie gesagt, 2 Stunden war ich schon da. Und 2 Stunden war das schon da drüben bei den Nachbarn. Dann bin ich rüber zu denen und habe das Paket abgeholt und war mit dem so ein bisschen im Plausch, weil ich auch gleich so hin bin und meinte, Mensch, weil das Paket war wirklich sehr wichtig. Und auch wenn ich so mega egoistisch bin, was Pakete von anderen Leuten annimmt, bin ich aber auch ganz froh, sage ich euch ganz ehrlich, wenn andere Leute von mir Pakete annehmen. Das kommt sehr, sehr selten vor im Jahr, weil ich eigentlich so gut wie nie irgendwas bestelle übers Internet. Aber wenn mal der Punkt da... Oh, so dumm. Okay, das wird heute... Warte mal, Leute, wir müssen jetzt hier... Oh, oh Gott, das kann ich aber auch nie machen. Geht das? Okay, das ist aber heute echt... Weil ich mich da auch die ganze Zeit anlehne, Leute, ne? Müssen da, ich muss mal wieder aufrecht sitzen. Okay, jetzt haben wir das 2-mal drin, was ich die ganze Zeit angekündigt habe. Egal. Huch. Wo war ich stehen geblieben? Komm da an, hab halt ein bisschen mit denen gequatscht. Und meinte halt auch, dass ich gar keine Bestätigung hatte im Briefkasten und so. Da meinte sie dann irgendwie, dass der ein bisschen verpeilt war, der Bode und so. Und ich, genau, und ich brauchte das Paket halt sehr dringend, weil da war dieser Übergangsstick drin, bevor mein Anschluss hier eingestellt wurde durch den Techniker, habe ich so einen Übergangsstick bekommen, damit ich wenigstens ein bisschen surfen kann halt so, ne? Und deswegen war der Stick auch so wichtig. Und war eben ganz froh, dass die das angenommen haben. Und auf was ich die ganze Zeit hinaus will, ich habe jetzt ewig lange ausgeholt, ist die Tatsache, dass die mir dann erzählt haben, dass die am nächsten Tag in Urlaub geflogen wären oder was, ne? So. Und da hatte ich so einen Moment, wo ich dachte, wow, wie gechillt können Leute eigentlich sein in Bezug auf Paketannahmen? Und wir nehmen wieder Beispiel meine Persönlichkeit, die da sich so extrem eine Platte drüber macht. Das fand ich so interessant. Ich konnte da nie weiter für mich hinterfragen, was die gemacht hätten, wenn wir uns an dem Tag nie getroffen hätten. Allerdings muss ich sagen, das waren genau die Gedanken, die ich danach hatte. Ich dachte mir so, wow, also wie gesagt, es hätte ja wirklich sein können, dass wir uns nicht treffen an dem Tag. Dann fliegen die am nächsten Tag 2 Wochen Urlaub. Und ich... Ja, null Information, wo dieses Paket halt ist, außer bei denen. Die machen da nicht mehr auf. Und was ich sagen will, ich fand das so beeindruckend, wie gechillt die da rangehen. Weil wenn ich in dieser Situation wäre, unabhängig mal davon, dass ich ja eh keine Pakete annehme, aber wenn ich wüsste, ich würde am nächsten Tag in Urlaub fahren irgendwie, dann würde ich ja erst recht kein Paket annehmen. Versteht ihr, was ich meine? Und das fand ich so beeindruckend. Und dann habe ich mir so gedacht, wow, also andere Leute machen sich halt um sowas halt anscheinend überhaupt keine Gedanken. Ich könnte mir fast schon vorstellen, dass sie das noch nicht mal in Erwägung gezogen haben, diese Situation, dass wir uns irgendwie nie treffen an dem Tag und die da auf dem Paket sitzen bleiben. Vielleicht hätten sie es mir auch in den Hausflur gestellt. Vielleicht hätten sie anderen Nachbarn das hier im Haus übergeben oder so. Keine Ahnung. Ich hätte so gerne gefragt, Leute. Aber das hat sich dann nicht mehr so ergeben. Und ich war dann eigentlich schon so, als ich dann dort raus bin, war ich schon in so einer Interviewsituation und dachte, oh, ich hätte das so gerne alles gewusst. Diese ganzen Fragen, die ich dann so hatte zu dem Thema. Aber okay, ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr so mit Paket von Nachbarn umgeht. Und... Ja, das einfach nur noch mal so zu dem Thema. Wie gesagt, es klingt leicht, hat es immer so eine leicht depressive Note, wenn ich das erzähle, weil ich mir halt einfach so viele Gedanken um sowas mache. Aber ich sehe da halt auch einen gewissen
Humor dahinter oder ich muss halt schon darüber lachen. Und vor allen Dingen, wenn ich dann so Leute treffe, die dann vor mir sitzen und mir erstmal x Lösungsansätze bieten, wo ich überhaupt nicht drüber nachdenke. Ja, und für mich ist alles so kompliziert. Und ja, liebe Leute, über was quatschen wir heute noch? Ich habe euch so ein bisschen was mitgebracht, was so ein bisschen in den Bereich peinlich übergeht. Mittlerweile aber so peinlich, dass ich jetzt als erwachsene Frau darüber lachen kann. Zu diesen damaligen Zeitpunkten würde ich sagen, habe ich mich wirklich im Grund und Boden geschämt. Aber ich bin bereit, diese Geschichte mit euch zu teilen. Cliffhanger, es wird um Genitalien gehen. Und anscheinend ist es der Themenbereich, die ich so als extrem peinlich zu den damaligen Zeitpunkten abgespeichert habe. Aber das Alter, in dem ich mich da befunden habe, und zwar Pubertät, ist, glaube ich, auch ganz passend dazu, dass man solche Sachen auch als peinlich dann betrachtet, ne? Oder da einen anderen Blick auf sowas hat als heute, wenn mir sowas passieren würde. Das kommt immer drauf an, in welcher Situation ich bin. Wo fange ich an? Wir gehen wieder zurück in meine alte Schulzeit. Und wir hatten, ich glaube, damals Gruppenarbeit, wenn ich mich recht erinnere. Wir hatten Gruppenarbeit und dann gab es irgendwie so eine Situation in meiner damaligen Klasse, wo wir uns irgendwie als komplette Klasse vor so einem Tisch irgendwie versammeln sollten nach der Gruppenarbeit, um mit der Lehrerin irgendwas abzuquatschen, keine Ahnung. Und ihr müsst euch halt, folgende Situation hat sich dann ergeben. Ich stehe halt auf, gehe zu diesem besagten Tisch, wo dann sich so meine ganzen Klassenkameraden versammelt haben. Und meine Banknachbarin spricht mich plötzlich an, was ja erstmal nichts Schlimmes ist. Ihr müsst euch nur vorstellen, als ich angesprochen wurde, waren wir so gesagt schon auf dem Weg zu dieser ganzen Klasse, die sich um diesen Tisch versammelt hat. Es wurde wenig gequatscht. Das heißt, das, was meine Banknachbarin zu sagen hatte, hat also in dieser Sekunde jeder mitbekommen. Und die Aussage von ihr war, du hast da hinten an der Hose, hast du einen Blutfleck. Und dann standen wir original dort und jetzt kommt so ein bisschen der Gag an der Geschichte. Wir standen dort und vielleicht habt ihr es vielleicht schon ermittelt, auf was es hinausläuft. Ich sage nur noch mal Pubertät, um es noch deutlicher zu machen. Aber wir standen dort alle. Also so, ich sag mal so, es hatte sich dann so eine kleine Gruppe an Mädels dann noch zusammengefunden. Meine damaligen Freundinnen, die dann so ein bisschen ermittlermäßig mit mir versucht haben zu erkunden, warum ich dort hinten Blut an der Hose habe. Und dann gab es original eine von denen, die dann meinte, vielleicht hast du ja auf den Nagel gesessen. Wo ich mir jetzt im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, so gar nicht drauf klarkomme, weil also wie krass wäre das, wenn ich eine Stunde auf dem Nagel sitze und das nie mitbekommen würde? Das ist schon mal der erste Punkt. Und gleichzeitig habe ich mir dann im Nachhinein irgendwann mal so gedacht, vielleicht war es auch ihr Versuch, mich aus dieser Situation zu retten, weil natürlich irgendwann, als wir da so standen, und ich glaube, dann kam die Lehrerin noch, die hat es dann auch noch mitbekommen, natürlich, weil ja alle dort standen, war natürlich dann relativ schnell klar, dass ich wohl meine Periode bekomme. Und ihr könnt es euch vielleicht vorstellen, dass das natürlich in diesem Alter einer mit der ungünstigsten Situation ist, das in der Schule zu bekommen. Ja?
Und jetzt müsst ihr euch natürlich vorstellen, dass wir, das war halt das Geile, dass wir davor, ich weiß, ich, wie gesagt, es, teilweise sind manche Sachen noch so ganz grob in meiner Erinnerung, ne? Das heißt, es kann auch sein, dass ich da ein bisschen was vermische oder so. Ich habe da noch so ein, zwei Bilder vor mir. Aber wo ich mir, sagen wir mal, relativ sicher war, dass ein paar Wochen vorher oder so bei uns jemand zu Besuch war oder es war eine Lehrerin, die das gemacht hat. Also ich gehe mal davon aus, dass es Sexualunterricht war oder es war eine OB-Vertreterin, die ihre Produkte bei uns in der Schule verteilt hat. Ich sage euch das, weil nämlich zu dem Zeitpunkt bei uns in der Schule klar war, so für meine Alterskategorie und für mich als Mädchen, dass wenn uns sowas passiert in der Schule, dass wir bei der Vertrauenslehrerin vorbeigucken können und die uns Verbinden gibt. Ne? So, das war so eine allgemeine Information, die wir halt hatten. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ein, zwei, drei Mädels sind da mit mir in Richtung der Vertrauenslehrerin gegangen. War auch mega witzig, weil die dann wirklich wie so Bodyguards um mich herum waren. Mich dort zu dieser Vertrauenslehrerin. Wie gesagt, ich wirklich im Grund und Boden geschämt. Ne? Ab dem Zeitpunkt, wo ich das realisiert habe, was da abgeht, absoluter Graus, sage ich euch, ne? Absoluter Graus. Dann habe ich mir von der Lehrerin, von der Vertrauenslehrerin, habe ich mir dann so eine Binde abgeholt. Dann bin ich mit derselben Mädelsgruppe auf Toilette, die haben mich dann weiter betreut an dem Tag, sind mir dann direkt in die Mädchentoilette rein. Dann standen die wie die Bodyguards noch vor der Mädchentoilette. Ich glaube, die waren auch alle ein bisschen aufgeregt, weil das ja normal ist, dass das in dem Alter schon so ein Erlebnis ist. Und ich kann euch jetzt nie sagen, wie viele von denen schon das hinter sich dann hatten oder ob ich da die Erste war in dem damaligen Kreis. Das kann ich euch jetzt nicht mehr sagen. Aber es ist schon ein gewisses Event gewesen, sagen wir mal so. Ne? Also bescheuert, wie das jetzt auch klingen mag. Ne? Und dann standen die halt dort und haben vielleicht auch so ein bisschen gekichert und so, ne? Und es war alles ein bisschen witzig. Und jetzt kommt meine größte Kritik hier an der Stelle. Liebe Frau, bla bla bla, die sich Vertrauenslehrerin nennt. Warum haben Sie mich nach dieser Peinlichkeit noch 3 Stunden in der Schule gelassen und mir nicht die Möglichkeit gegeben, das Schulgebäude zu verlassen? Warum musste ich 3 Stunden noch in dieser Schule bleiben, nach dem Vorfall, der mir da passiert ist? Warum? Machen Sie sich bitte darüber Gedanken, denn ich finde, Sie haben Ihren Job verfehlt. Liebe Frau, bla bla bla. Es ist unfassbar, Leute. Also das ist ja wohl das Mindeste, oder? Ich meine, klar. Es ist natürlich nicht so gewesen, dass ich da einen Teller großen Blutfleck hinten an der Hose hatte. Wir reden vielleicht, keine Ahnung, vielleicht so etwa, keine Ahnung. Aber einfach mit dem Mitgefühl und der Empathie zu verstehen, dass ich dort als Mädchen in einer extremen Schamsituation bin, meine ganze Klasse darüber dabei war, kann man ja fast schon sagen, dann noch irgendwelche Schulhofpausen waren, wo ich mir bis heute sicher bin, dass das ein Riesenthema an der Schule war, ne, tratschmäßig. Wie dumm ist das, dass die mich dann noch in der Schule lässt und ich dann nie nach Hause gehen darf? Das verstehe ich halt überhaupt nicht, Leute. Also, ich meine, ich war froh. Ich hatte an dem Tag, hatte ich dann noch so ein Pullover dabei. Den habe ich mir dann halt um die Hüfte geschnürt da. Aber ganz ehrlich, oder, Leute? Das ist ja schon ein bisschen unangenehm, die Geschichte. Naja,
Okay. Das Thema haben wir hinter uns gebracht. Und wer jetzt gedacht hat, ach, ist schon peinlich, ist schon unangenehm, aber das wirst du ja wohl relativ schnell verdaut haben. Ja, aber die Krönung kam noch. Ich weiß nie, was mit mir abging. Also, ich war, wie gesagt, auch, wie so häufig formuliert, ein bisschen sonderlich. Ne? Ich einen Vortrag gehabt. Wir sind immer noch im Bereich Pubertät und ihr, ne, ich muss euch jetzt hoffentlich nicht aufklären hier an der Stelle, aber ihr wisst ja, was dann so körperliche für Veränderungen stattfinden. Schambehaarung, Genitalienwuchs, grob gesagt, ne, Genitalwuchs, okay, Brustwachstum und solche Geschichten. Und ihr könnt euch vielleicht schon so ein bisschen aussuchen, was davon jetzt für mich nochmal relevant wird. Denn ich hatte einen Vortrag und ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, was da modisch bei mir abging. Ich bin jetzt eh nicht so ein absolutes Modewunder, muss ich zugeben. Es juckt mich auch nicht so. Aber damals war es schon eher so ein bisschen auch unangenehm, grob formuliert. Denn ich habe damals, habe ich so Baggies getragen, teilweise aber auch ohne Gürtel. Das heißt, es, durch eine dumme Bewegung oder so konnte es schon mal passieren, dass die Hose etwas weiter nach unten gerutscht ist, ja, als gedacht war von mir. Und ich hatte einen Vortrag. Allerdings weiß ich gar nicht mehr, was der Inhalt war davon. Das wäre eigentlich witzig, ob man es noch irgendwie storymäßig in Verbindung bringen könnte. Es wäre geil gewesen, wenn es Biologie oder so gewesen wäre. Oder halt auf jeden Fall irgendwas Todernstes wäre auch geil gewesen. Aber daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich weiß halt nur noch, dass ich vor meiner Klasse auf jeden Fall stande, aus Gründen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass ich einen Vortrag gehalten habe. Und bin da so am Labern, rumhantieren, macht da so die eine oder andere Bewegungen. Und plötzlich sehe ich eine Klassenkameradin, die in der ersten Reihe sitzt und die folgende Zeichen mir gibt. So schnell konnte ich gar nicht gucken, wie ich. Also, gut, erst dachte ich mir so, okay, irgendwas mit dem Vortrag, habe ich beim Vortrag irgendwas verrasselt oder so, ist mir ein Blatt runtergefallen. Versteht ihr, was ich meine? So, sowas halt. Und ihre Mimik und ihre Gestik wurde auch immer aggressiver, so nach dem Motto, so, es ist brenzlig, es ist brenzlig. So, und dann gucke ich halt nach unten. Becky, Schambehaarung und jetzt kommt die Kombination. Durch meine Bewegungen, vielleicht habe ich auch irgendwie mal die Arme hochgerissen oder so, muss wohl ein gewisser Ausschnitt meines Intimbereichs zu sehen gewesen sein mit meiner Schambehaarung. Und überlegt euch bitte nochmal zur Info. Erst diese Nummer mit dieser Periode in der Schule. Und sagen wir mal, ich weiß nie, ich kann euch nicht mehr genau sagen, wie lange diese Story gedauert hat. Es war auf jeden Fall nach der Periodenstory. Passiert mir sowas Unangenehmes nochmal in derselben Schule mit denselben Leuten. Und ich kann euch wirklich nicht sagen, wie viele das mitbekommen haben. War es nur diese eine Person in der ersten Reihe? Hat die einen Blick dafür gehabt? Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Aber ich sag euch, es war der absolute Kraus. Es war der absolute Kraus. Und
Ich habe keine Ahnung. Also es ist wirklich, wie gesagt, heute kann ich darüber lachen. Aber ich kann euch ganz ehrlich sagen, war zu dem damaligen Zeitpunkt etwas, wo ich wirklich mal ganz schnell los musste, ne? Am liebsten, aber ich konnte ja wieder nie, ne? Am liebsten wäre ich zu der Vertrauenslehrerin gegangen, danach hat gesagt, ich muss hier raus, ne? Ich halte es nicht mehr aus hier in der Schule gerade, ne? Weil ich natürlich die ganze Zeit dachte, okay, meine komplette Klasse wird jetzt darüber labern, ne? Und so, wie gesagt, jetzt würde mich sowas, also klar, es gibt halt Situationen, wo sowas wirklich ungünstig ist. Ich denke mal, wenn jetzt eine erwachsene Person in der Uni irgendwo stehen würde und einen Vortrag halten würde und er oder ihr würde sowas passieren, wäre das auch unpassend und unangenehm, wenn dir sowas passieren würde, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Aber es ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr so, dass ich mir denke, hey, Schambau, sowas halt, ne? Darüber bin ich hinaus und deswegen erzähle ich das auch. Und wir haben noch ein bisschen Leute, deswegen würde ich eigentlich auf dem Zug gleich nochmal ein bisschen auffahren. Denn wie gesagt, ich habe irgendwie so ein bisschen Pech mit meinem Körper und was da teilweise so passiert. Wir gehen noch mal ins Schwimmbad, liebe Leute. Da war ich dann ein bisschen älter, auf jeden Fall. Da kann ich mich dran erinnern, das war, glaube ich, so kurz bevor die Realschule vorbei war und ich dann rüber bin ins Abi. Daran kann ich mich erinnern, also ins berufliches Gymnasium nach der 10. halt, ne? Und da war ich vielleicht schon, wie alt war ich da? 16, 17? Nee, ich noch, nee, 16. 16? Vielleicht war ich 16. Auf jeden Fall war ich mit Freunden im Schwimmbad. Und ihr müsst dazu euch überlegen, es gibt halt da, wo ich einst gewohnt habe, also geboren wurde in der Stadt, gibt es halt nur ein offizielles Schwimmbad. Das heißt, es ist halt eh eine Kleinstadt. Das heißt, Hinz und Kunz kennt sich auf jeden Fall. Das will ich damit sagen, ne? Es ist schon nochmal was anderes als das, was ich euch jetzt erzähle, wenn dir das halt in einer größeren Stadt passiert, ne? Wo du wirklich davon ausgehen kannst, okay, die Leute werde ich nie wiedersehen. Ne? Auf jeden Fall war ich schwimmen, komme halt aus dem Wasser raus und ihr kennt das, so klassische Schwimmbäder gibt es ja immer so eine klassische Schwimmwiese, also so eine Chillwiese, wo dann alle ihre Handtücher aufgeschlagen haben. Und zu diesem Bereich, zu dieser Chillwiese, gab es auch noch wie so eine kleine Brücke, wo man ein so ein Becken noch überqueren konnte. Das war so der Weg, den ich vor mir hatte, damit ihr euch so eine grobe Vorstellung habt, wie die Situation war. Ich aus dem Wasser raus, lauf in Richtung dieser Chillwiese, bin schon so auf dem Weg der Brücke, überquer die Brücke. Und als ich so auf der Brücke war, merkte ich so ein kühles Lüftchen. Und man merkt ja schon, wenn etwas, ich sag mal so, nie richtig eingepackt ist, mal grob formuliert, ne? Guck halt nach unten, wie gesagt, schon mehrere Leute an mir entgegengekommen. Schon mehrere Leute. Und ich bilde mir auch ein, das eine oder andere Grinsen wahrgenommen zu haben. So. Und ich auf der Brücke weiter am Lauf, merke dieses kühle Lüftchen und guck. Und da hängt natürlich erstmal schön die rechte Brust raus. Also die hat hier, war ja schön übergelappt, so gesagt. Vorteil war, ich hatte so ein bisschen gefroren, das heißt, es stand auch alles sehr gut, es war keine Hängebrust. Ne? Also es war wirklich akkurat ne? Geformt und so. Das, was ich positiv vermerken möchte an der Stelle. Aber wie gesagt, komplett in Richtung dieser Chillwiese, alle chill mit Sonnenbrille, jede Sau hat es gesehen. Mein kompletter Freundeskreis damals, das ist wahrscheinlich noch der angenehmere Teil gewesen. Aber wirklich auch niemand in diesem scheiß Schwimmbad, der auf dem Weg zu der Brücke mich schon so wahrgenommen hat.
Niemand spricht dich da an und sagt dir Bescheid, als wäre es das, als würde jemand so rumlaufen. Niemand läuft so rum. Ich meine, wenn ich, ich weiß nicht, ob das dort verboten ist, so rumzulaufen. Ist ja ehrlich gesagt auch eine gute Frage. Darf man in Schwimmbädern, was jetzt nicht so Nacktbaden anpreist, dürfte ich da jetzt einfach oben ohne rumlatschen? Wahrscheinlich nie, oder? Weil da auch so Kinder und so sind, ne? Oder? Wie ist das? Ich glaube nie. Keine Ahnung, ist eine gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nie. Auf was ich hinaus will. Niemand rennt mit einer halb rausguckenden Brust durchs Schwimmbad. Niemand macht das. Wenn ich beide Brüste freigelegt hätte, okay, sage ich. Aber so wie ich dort ankam, es ist absolut nicht der Norm entsprechend. Dass da niemand auf mich zukommt und sagt, ich, so wie die in der Schule, wenigstens mir mal ein Zeichen, wenn ich das Zeichen bekommen hätte, mit den ganzen schlechten Erfahrungen aus meiner Schulzeit, hätte ich sofort Backflash-mäßig was gehabt und hätte sofort nach unten geguckt, weil ich da schon so traumatisiert wurde. Ne, so. Aber da spricht dich niemand an und sagt dir Bescheid. Die lassen dich da einfach durch das Schwimmbad latschen, ne? Und erfreuen sich deiner Brust. Also auf jeden Fall im Moment, wo ich mich sehr geschämt habe. Ich glaube, es war auch eine Situation, wo ich schon erstmal gegangen bin. Habe ich mir irgendwas ausgedacht. Bin ich dann abgehauen und war dann definitiv auch sehr lange Jahre nicht mehr im Schwimmbad. So viel dazu. Und wie gesagt, das ist alles so ein bisschen in dem jungen Alter. Und jetzt kommen wir noch mal zum Abschluss, weil ihr merkt, es hört einfach nie auf. Dieses ganze Genitalien-Brust-Thema, es ist unfassbar, wie viel mir da schon passiert ist. Und ich frage mich wirklich, was ich klamottenmäßig anscheinend falsch mache, dass mir solche Sachen passieren, weil das ist ja nicht normal. Ich meine, gut, nach so einem Schwimmen, nach so einer Schwimmerei, kann es natürlich schon mal sein, dass du das Wasser und so, ne, der Bikini nicht mehr so richtig sitzt und so, ne, das kann ja alles passieren. Ich habe auch von Männern gehört, die so legere Badehosen anhatten, dass die nach so einem 3-Meter-Sprung, 5-Meter-Sprung auch irgendwie mal die Hose verloren haben und solche Geschichten. Ich glaube, das sind so Sachen, die passieren halt einfach, klar. Aber in der Masse der Geschichten, die ich da so euch erzählen kann, und wir kommen ja gleich noch zu der letzten dazu, frage ich mich natürlich schon manchmal so, ob ich die falsche Größen anhab oder so, ne? Oder ich da halt irgendwas falsch mache, weil ich das schon ein bisschen eigenartig finde. Naja, letzte Geschichte dazu. Ich Bewerbungsgespräch in Berlin. Ich hatte es, glaube ich, kurz mal irgendwann erwähnt. Ich wollte mal nach Berlin ziehen. Das war noch in der Zeit als Krankenpflegerin. Und es war für mich aber nicht so ein guter Tag, weil ich da so langsam schon in diese Situation gekommen bin, dass ich nicht mehr so Bock hatte, nach Berlin zu ziehen. Und ich so ein bisschen gestruggelt habe, ob das so die richtige Entscheidung für mich ist. Und dann hatte ich aber halt einfach dieses Bewerbungsgespräch und dachte mir so, ja, komm, ziehst du halt einfach durch jetzt, ne, sagst jetzt nie ab, gehst du halt hin, obwohl ich schon so mindsetmäßig schon so war, so, oh nee, kein Bock. Und dahin gefahren mit dem Flixbus natürlich, auch so ein bisschen angespannt, auch an dem Tag, weil ich jetzt nicht so ein Orientierungswunder bin und dieses ganze Thema mit irgendwo ein Krankenhaus finden, die richtige Uber. Ihr wisst ja, was so verkehrsmittelmäßig in Berlin vielleicht los ist. Das ist jetzt im Vergleich zu Dresden lächerlich. Ne? Also da ist wahnsinnig viele verschiedene Nummerierungen von irgendwelchen Bussen und übelst viel Menschenmassen an diesen Haltestellen. Und etwas, was mich definitiv auch stresst und wo ich mich nicht so wohlfühle. Und weil ich da eh schon in so einem Mindset war, nicht so Bock zu haben, war das dann zusätzlich noch so ein Faktor, wo ich dachte, oh, okay, Bock. Und
muss aber an solchen Tagen auch immer, damit ich halt pünktlich bin, auch ein bisschen zeitiger los, weil du musst ja auch immer mit bedenken, nee, dass wir mal wieder eine Polizeikontrolle haben. Ne? Wir hatten es ja erst mit dem Flixbus oder irgendwas in der Art, ne, dass du da pünktlich halt ankommst zu so einem Gespräch. Ich natürlich top gestylt für das Bewerbungsgespräch, sitze dann so gesagt in der letzten S-Bahn Richtung des Krankenhauses, wo ich hin musste. Und während dieser Fahrt steigt halt ein Mädel ein, die sich mir so gesagt diagonal gegenüber setzt. Und sie hatte Sonnenbrille auf und hatte so ein dezentes Grinsen die ganze Zeit. Und jetzt muss ich dazu sagen, weil ich ja so mindsetmäßig an dem Tag so ein bisschen nicht so gut drauf war, war das für mich so eine Beruhigung, dass sie dort sitzt und so aus meiner Perspektive so einen guten Tag hat. Und es hat mich so ein bisschen angesteckt, weil ich mir dachte, wer weiß, die freut sich vielleicht einfach über die Sonne oder was, keine Ahnung, chilliges Wetter, Berlin, alles cool. Und dann dachte ich so, ja, irgendwie hat es mich halt angesteckt und war halt so, hatte so eine leichte innere Ruhe verspürt, so gestresst, wie ich da ankam dort, ne? Dann steige ich aus, bleibt mich leider die Stimme weg. Dann steige ich aus und wir kennen es aus dem Schwimmbad, ich spüre schon wieder so ein kühles Lüftchen im Bereich Brustbereich. Guck nach unten und sehe, ich hatte eine Bluse an, schön zum Knopf aufgesprungen, kompletter Einblick auf mein BH, der, wenn wir ehrlich sind, für das Setting, wie ich den da freigelegt habe, eher ein bisschen unpassend war, weil ich halt so eine schöne Bluse anhatte. Je nachdem, was man da als schön betrachtet, halt Bewerbungsgespräch. Und in Rose, also so ein richtig neonknalligen, rosafarbenen BH drunter, der halt nie gepasst hat, wenn man das Bild so betrachtet. Und ab dem Zeitpunkt wurde mir jetzt dann klar, warum dieses Mädel wohl so gelächelt hat. Und wir haben natürlich jetzt hier an der Stelle keine Brust, die schon wieder frei lag. Ne? Das ist ja noch das Humanste, was mir hätte passieren können. Und trotzdem dachte ich mir so, wow, du hast halt die Situation völlig falsch eingeschätzt. Sie hat mich so entspannt und ich war so glücklich darüber, dass sie so freundlich war in ihrer Ausstrahlung. Und dann festzustellen, dass du der Hauptakteur dieser Freude anscheinend warst, weil du da so absolut unpassend mit deinem Bewerbungsgespräch-Outfit da sitzt und aber so einen kompletten Einblick in dein BH bietest, keine Ahnung, hat mich auch völlig aus dem Leben gekickt. Und trotzdem muss ich aber sagen, war ich ganz froh, dass mir das aufgefallen ist, bevor ich zu diesem Bewerbungsgespräch gegangen bin, weil ich mir natürlich, ihr kennt mich, wieder mir dann noch vorgestellt habe, okay, stellt euch jetzt vor, ne, ich werde mit diesem Outfit, wäre ich dort in das Bewerbungsgespräch reingegangen. Gut, wir hätten es auch alle irgendwie verdaut. Ich wollte ja dort eh nie mehr hin. Ne? Das wäre vielleicht gleich eine gute Absage gewesen, wenn man es mal so sieht. Aber keine Ahnung, Leute. Das hat mich auf jeden Fall auch erstmal ein bisschen eingeschüchtert, diese Szene, weil ich diese ganze Situation völlig falsch eingeschätzt habe. Und ich mir halt einfach nur dachte, wie kann denn dir das so häufig in deinem Leben passieren? Das ist so dumm eigentlich. Keine Ahnung, Leute. Ja, also, ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen was zu lachen. Und darum geht es ja eigentlich. Wie gesagt, ich habe das jetzt auch alles verdaut. Mir ist auch seitdem, wann war die letzte Story?
Mit Berlin war, glaube ich, so. Lass mich lügen. Bin ich da raus? 2015, 2017, 2018 war das letzte Mal. So gesagt, die ist die letzte Story. Seitdem ist mir nichts mehr passiert, hoffentlich. Aber ich wäre wahrscheinlich, und das ist, glaube ich, menschlich, häufiger jetzt darauf achten. Denn wenn dir so häufig sowas passiert, dann hast du irgendwann auch einen Blick für sowas. Und wie gesagt, ich kritisiere auch so ein bisschen die Menschen, die halt nie auf dich zukommen und dich darauf hinweisen und dich einfach so durch die Welt latschen lassen, so, ne? Ich denke auch, das Mädel da in der Bahn, wie gesagt, es ist wirklich noch die humanste Geschichte, wenn wir mal ehrlich sind. Mir ging es eigentlich eher so hauptsächlich um das Drumherum, ne? Weil ich bin mir auch sicher, dass die, wenn die wirklich in Berlin wohnen sollte, weiß Gott, echt schlimm, also eigenartigere Sachen in Berlin gesehen halt, als ich, die mit im neon pinken BH dort mit so einer Blute da sitzt und zu so einem Bewerbungsgespräch fährt. Versteht ihr, was ich meine? Also ich glaube nicht, dass das Komischste ist, was die an dem Tag vielleicht gesehen hat. Ne? Keine Ahnung. Aber ja, wenn du da so ankommst und es ist ja eh alles so neu und du hast halt diesen Berlin-Umzug und denkst darüber nach und so. Und Bewerbungsgespräch ist ja eh immer so ein bisschen, man ist so ein bisschen angespannt, aufgeregt, was auch immer, wie man das nur interpretieren soll. Und das reißt dich halt so komplett aus der Bahn erstmal, wenn dir dann sowas passiert. Versteht ihr, was ich meine? Na, und deswegen habe ich euch auch das erzählt, liebe Leute. Und ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen schmunzeln drüber. Vielleicht ist euch auch das eine oder andere eingefallen, liebe Leute. Und ja, ich würde mich tatsächlich für heute verabschieden und mach's kurz. Ich schaue mal, ob ich am Sonntag die Woche noch eine Folge schaffe aufzunehmen. Ob ich da nochmal was rausballer. Und sonst sehen wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Ich halte euch auf dem Laufenden, was den Schreibtisch betrifft. Ich muss jetzt erstmal schnell los, mein Klorak weiter leveln. Und ich sage bis bald, Leute. Macht's gut und vielen lieben Dank, dass ihr reingelauscht habt. Tschüss, Leute.